Hallo, 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 weiter geht's mit Kok. Willkommen, da hat sie Peter Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Hallöchen, wie geht's denn so? Neues Video, neues Glück, denn etwas Großartiges ist bei Clash of Clans passiert und zwar super geile Clanspiele. Klar, die kommen jeden Monat, nichts Besonderes, aber diesmal die Geburtstags-Clanspiele sind am Start, meine Damen und Herren. Sonst können wir nur 4000 Punkte sammeln, jetzt kann man 5000 Punkte sammeln und es gibt weitere tolle Belohnungen, die wir uns gerne gönnen möchten. Wir schauen mal kurz rein, was haben wir denn hier Tolles? Eieieiei, man sieht es. Da sieht man mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Belohnungen am Stück für 50.000. Haben wir schon easy, gar kein Ding für den King, ihr wisst Bescheid. Bester Clan ever, EU West kommt rein, habt Bock, Leute, checkt ab. Aktive Spritzer sind immer auf jeden Fall gesucht. Ich zeige gleich Clan-Kürzel am Start. Passt auf jeden Fall. Und jetzt kann man noch für 75.000 eine weitere Belohnung bekommen. Und zwar, seht ihr es hier, ein Universalbuch. Ein Buch des Bauens und 100 Gems. Das Geile ist, wenn man diese 75.000 erreicht im Clan, beziehungsweise wenn man die 5.000 erreicht, Vollmacht, darf man sich nicht eine Belohnung dazu auswählen, sondern zwei. Ist das nicht Peace-like? Richtig geile Scheiße, sage ich euch. Mega hammerhart. Genauso wie mein stallharter Arsch. Das ist unnormal. Gefällt mir, ist geil. Und ich glaube, zu jedem Geburtstag von Clash of Clans ist das Ganze so. Ich habe es nicht so mitbekommen, weil ich ein inaktiver Drecksack bin. Ja, sonst, es wurde viel gesagt im Clan, ja, schaffen wir niemals. Das ist ziemlich hart. Müssen wir Gas geben, Leute. Guck mal hier, wir sind schon bei 60.000, haben noch 4 Tage Zeit. Easy 75.000, sowas von easy machen wir das. Weil bester Clan ever, ihr wisst Bescheid, die Zuschauer. Noch kurz Clan-Kürzel abchecken, hier haben wir hier am Start Raute L2U8UQ. Hui, ist das eine 0? Ich glaube, das ist eine 0. Oder ist ein O? Ne, ist eine 0. Alles klar. Hier sind die krassen Spritzer am Start, Leute. Richtig geiler, hammermäßiger Clan, wo wir auf jeden Fall Clan-War-technisch auch Gas geben. Ich bin ja noch dabei, meine Hellnot zu pushen, deswegen kann ich Clan-War-technisch nicht so mitmachen. Ist ein bisschen traurig, aber was soll ich denn machen? Und Clan-War-technisch allgemein, was, bevor wir jetzt darauf schauen, schauen wir erstmal kurz auf die letzten Clan-Wars. Also Kriegslog sieht man schon klassisch, wir haben die letzten 3 alle gewonnen, Leute, ihr wisst Bescheid, wir sind halt die krassesten, die besten, die tollsten, die schönsten, die mit den längsten Lümmeln, ihr wisst es einfach, wir sind die Zuschauer. Und leider den aktuellen Clan-War, da habe ich glatt einen Frosch im Hals oder, weiß ich nicht, was anderes. Sieht nicht ganz so gut aus, also, ich sage, wir sind gut dabei an sich, wir können hier noch 6 Sterne holen. Muss auch drin sein, aber es wird trotzdem ziemlich knapp. Die Gegner sind schon bei 27 und haben 12 Angriffe erst gemacht. Wir schauen kurz auf unsere Basen. Ja, es ist alles auf 3. Alles, was angefangen ist, auf 3 und einen sogar noch 3 offen. Das bedeutet, die werden wohl jeden auf 3 machen. Aber wir haben Pech. Man darf nicht vergessen, wir haben Pech. Wir sind ein guter Angreifer, das darf man jetzt hier, ne? Und wir hatten ziemlich viel Pech. Wir schauen kurz drauf auf mein Team. Und hier sieht man, ne? Packer macht einen 95% Angriff. Hier waren 92% Angriff von UG. Dann haben wir hier nochmal einen 68, ja gut, 68 nicht, aber 97%. Also sehr, sehr knappe Lucky-Angriffe. Mit gut Glück, wenn wir reinrasieren, hart in den Strich mit Benzin, können wir es noch packen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ebenso habe ich mich dazu entschieden, dass ich in der Nachtbase rushen werde, zum Otto. Zum Otto Walkes werde ich rushen. Warum? Weil ich habe mich ja da immer gegen, gesträubt, das zu machen. Wir gehen mal kurz auf die Nachtbase und gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich will alles maximieren. Ich bin halt ein Maxer, ich bin ein krasser Dude, ich mache das einfach. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, nee, es bringt nichts, wir sind jetzt Meisterhütte 7, ab bis 6 und bis 7 halb alles durchgemaxt, alle Mauern immer hochgezogen, alles, was möglich war, habe ich aufs maximal Level gepusht, bevor ich hochgegangen bin, quasi wie bei der Hauptbase. Und jetzt, nee, ich werde jetzt rushen gehen und so schnell es geht die Meisterhütte hochpushen, so schnell es geht die Giga-Tesla bekommen. Ich glaube, man braucht die Giga-Tesla auf Max, man braucht die Kanonenkarre hier auf Max. Ich weiß gar nicht, was Max ist hier, 17, 18, ich habe keine Ahnung. Obwohl es 8 erst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss man die maximieren und der Held muss auf maximales Level, also die Kampfmaschine. Alter, ich bin auch so eine Kampfmaschine, der alte Fassreiter hier, der dicke, fette Lümmel, mein Kind, die, ne, altbekannt. Muss alles auf Max sein und halt Meisterhütte, ja, Max auch. Ist, glaube ich, 9. Ist es 9? Ich meine, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Dann bekommt man Otto. Es lohnt sich einfach mehr, eben schnell durchzurushen und dann den 6. Bauarbeiter zu bekommen, weil das so ein riesengroßes Update ist für die Hauptbase. Leute, ihr könnt gerne die Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber werde ich machen. Weil ich habe mich dazu entschieden. Wie gesagt, ich habe jetzt fast über ein halbes Jahr lang gesagt, nee, mache ich nicht, aber jetzt habe ich mich dazu entscheiden lassen. Ganz viele Spenden im Stream haben es befürwortet. Nein, schätze beiseite. Übrigens, Stream. Apropos Stream, wenn ihr Bock habt auf Clash of Clans Streams, ne? twitch.tv/zuschauer99. Jeden zweiten Tag gibt es einen Stream. Heute leider nicht. Heute ist Fußball, Champions League. Kurz gucken, ob die Bayern gewinnen. Ich bin gespannt.
Und so, es geht Montag wieder weiter. Montag ab 20 Uhr, twitch.tv/zuschauer99, Link in der Beschreibung. Und jeden zweiten Tag, montags, mittwochs, freitags, sonntags. Und unregelmäßig dazu noch manchmal samstags und dazwischen drin. Es kann sein, dass ich eh jeden Tag streame, aber ihr wisst Bescheid, keine Freunde, deswegen nur streamen. Ja, wir wissen es auf jeden Fall. Ebenso wird es bald ein Turnier geben. Wisst ihr das schon? Es wird bald ein Turnier geben. Da wird es so weitere Informationen geben auf meinem Kanal, deswegen seid gespannt. Hier, die wollen alle meine Freunde sein. Leute, es tut mir leid, ich habe keine Freunde. Und ihr könnt es auch nicht ändern. Ich bin einsam und allein. Ja, okay, sonst so ausbautechnisch von der Base habt ihr länger nicht mehr gesehen, weil falls ihr den Stream nicht gesehen habt, da sieht es wie folgt aus. So, wir gehen mal kurz auf Layout bearbeiten, alle entfernen und sehen, ich habe 175 Mauern fertig auf Level Nummer 13, was ich mega sexy und super süß finde. Können wir auch diese andere Ansicht, die finde ich auch ziemlich cool. Moment. Im Kurz, oh yeah. Pro-Gamer, Lala, es war, ich mache doch alles sehr geil. Ich baue immer so Fältchen, ich wollte gerade hütchenmäßig sagen, so feldmäßig alles ab, beziehungsweise aus. Das sieht schon alles sehr, sehr sexy aus, oder? Und man sieht hier 13er Mauern, sie kommen. Und ich werde zu schnell mit den Mauern fertig sein. Müsst überlegen, wir sind knapp seit 4 Wochen, Rathaus 12. Ich wechsle mal 12.30 Uhr, ich bin voll schlecht. Und ich habe schon mehr als die Hälfte. Da muss die Zunge raus. Ja, das ist ganz schön viel. Was haben wir denn hier im Angebot? Lager voll. Mauerringe braucht kein Mensch. Ja. Also hier werde ich auf jeden Fall Gas geben. Und sonst, Queen ist auf Level Numero... Kurz ranzoomen. Level Numero... 62. 63. 63 ist sie. Jawohl. 63er Madame hier am Start. Übrigens, geile Skins. Ich muss wieder auswählen. Ich muss wieder switchen ein bisschen. Geile Skins. Wir haben natürlich den Goldpass schon lange durch, gar kein Ding für den King, ihr wisst Bescheid, ich bin aktiver, richtig krasser Spritzer, deswegen ist es auf jeden Fall fertig, ziemlich nice. Und wir müssen uns noch hier den Skin kaufen, werde ich noch machen, den hier. Party! Wenn man keine Party in Disco machen kann wegen Corona, macht man es halt bei Clash of Clans, bei Cock, richtig geil. Den gönne ich mir auch noch auf jeden Fall, bevor die Season vorbei ist, weil ich ja alle Skins haben möchte und ich sehr lange inaktiv war, deswegen habe ich nicht alle, ihr wisst Bescheid. Ja, Queen 63, ich habe noch ein Universalbuch am Start und zwar im Goldpass. Das wird benutzt auf jeden Fall, um die Queenen auf 64 zu machen. Und falls wir es in den Clan-Spielen schaffen, woran ich auf jeden Fall glaube, sieht man ja gar kein Ding, werde ich mir das Universalbuch auch holen und damit dann die Queen auf Level Nummer 65 machen. Vielleicht schon Montag, wer weiß. Also ich habe wirklich gestern reingeboostet, also ich habe gestern gestreamt, weil Sonntag ja nicht, wie Fußball. Ich habe Samstag 4 Stunden lang reingeboostet. Wie ein Geisteskranker. Ich habe 168.000 Dunkles gemacht, wie man sieht. Also echt gut reingeballert. Und ja, die Queen werden wir diesen Monat auf jeden Fall auf Maximum bringen für Rathaus 12. Seid gespannt. Dann wird alles in den Warden reingehen, weil der Warden ist halt dann wichtiger als der dicke King, der Bob, der Baumeister. Und am Ende halt den Bob hochziehen, dann passt es. Und wenn alle Helden wieder auf Maximum sind für mein Rathaus, wird es wieder Clan War Action geben. Leute, ich hab Bock. Deswegen seid dabei. Let's go. Alter, Facebook, eine Benachrichtigung auf dem Handy? Ich hab noch Facebook? Ich verarschen? So, Angriff. Ist ja sowas von 2000. Alter, einmal gesucht, direkt erstmal gekönnt. Was ist denn hier los? Also, ich habe 9. Warum habe ich 9? Egal. Leute, direkt gegönnt. Einmal gesucht. Leute, der Loot. Ich empfehle es jedem, der am Boosten ist und am Farm ist, bleibt Gold 1 bis Kristall 1. Abnormal krasser, geiler Loot. Da kannst du nur so einen dicken Nümmel bekommen. Loot-Orgasmus des Tausendfaches am Startguard im Stream. Hammermäßig. Adler ist inaktiv, wir können direkt Gas geben. Und wir müssen gleich so ein paar Skelettzauber reinballern. Nicht sterben bitte, Madame, dankeschön. Um einfach nur Clanspiele zu machen. Ganz wichtig, jede Quest hält ja nur 24 Stunden und wenn ich erst Montag wieder zocke, also morgen, ist sie ja weg, weil ich gestern angefangen habe. Deswegen werde ich das Offscreen quasi, noch machen. Na, gar kein Ding hier. Gar kein Ding für den kleinen Zipfelking. Der Loot spritzig. Mega nice. Dunkel ist auch ganz wichtig, alles bitte mitnehmen. Meine jungen Damen und Herren, dann passt es. Easy, easy peasy. Aber 63er Queen, die rasiert halt so böse weg. Ist das nicht auch ein schöner Skin? Ich mag den Skin auch so gerne. Den Skin und den mit der Schwatten, ja, also mit den schwarzen Haaren. Diesen Silvester-Japan-Glücksmomente. Keine Ahnung, japanische Mädels kotzen gegenseitig im Mund-Skin. Genau den. Der ist auch geil, aber der ist auch cool. Sind schon echt sexy Skins dabei. Gefällt mir. Schön im Rockline. Madame räumt gut auf. Sie ist halt unaufhaltbar, ne? Sie ist einfach unzerstörbar. Mit dem Queen Walk easy. Ach, da pustet der. Da pustet der Laufpuster. Kann er machen, was er will. Wird eh wegrasiert. Schön, schön, schön. Alles gönnen, bitte. Er muss sich ein Skelettzauber droppen. Oder zwei? Ich glaube, nur einen, ne? Ich droppe einen. Ich glaube, es war nur einer. Also ein Skelettzauber quasi viermal, dass wir es viermal machen. Und jedes Mal quasi gewinnen. Bedeutet quasi einen Stern holen. Adler nehme ich noch mit. Wieso? Weil ich es kann.
Luftaufwehr bitte kaputt schießen. Da ist noch ein Bohrer. Nimm ich mit, komm. Nimm ich hier mit, gar kein Ding hier, easy. Ihn bitte nicht sterben, dankeschön. Komm, ich drop direkt alles, damit der E-Drag auf jeden Fall sich den Bohrer gönnt. Weil da ist noch ein bisschen Dunkles drin, ne? Darf man halt nicht vergessen. Komm, schieß doch mal da oben, dankeschön. Sehr gut, kurz noch das dunkle Lager mitnehmen. Ist wohl nicht so viel drin, das Rathaus auch noch. Warum? Weil wir es können, Leute, weil wir es können. Brauchen wir eigentlich unbedingt, aber scheißegal. Mal ist einmal mehr deswegen rausgeballert, schön. An sich können wir jetzt noch alles mitnehmen. Okay, den Inferno nehme ich noch mit für eine Quest. Ist immer sehr gut. E-Drag OP, E-Drag fucking OP. Das Goldlager vielleicht? Ja, komm, nimm den X-Bau mit. Ist okay. X-Bau noch mitnehmen, kurz gezündet hier, Madame. Dann sagen wir Schuss, gehen wir raus mit richtig geilem Loot. Holy moly Macaroni. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr feucht, das Höslein. Und man sieht, eins von vier schmeckt. So, jetzt habe ich so direkt wieder die Nestarmee fertig. Sehr schön. Machen wir schnell. Moment. Was ist denn hier los? Weg damit. Können wir direkt den zweiten Angriff machen und nebenbei quasi für die Quest easy mache ich auf jeden Fall. So gefällt mir das. Ich hätte gerne noch drei Freeze und den Rest hiervon. Sehr, sehr schön. Nächsten Angriff, gleich mitmachen, Leute, seid dabei? Da klar, seid ihr dabei. Kurz anfragen hier. Ich frage sehr gerne an, also ich frage normalerweise nicht so viel an wie in den letzten Tagen. Ich fordere sehr, sehr viele Truppen, aber wir schauen kurz drauf. Also ich spende ja auch viel, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also hier, guck mal, Leute denken, ich wäre inaktiv. 5.900 gespendet und 1.900 bekommen, von daher easy. Ich schaffe es niemals mehr als Benny zu spenden. Benny ist mir bei 7.800. Benny, ne? Du bist so gut für mich. Verdammte Axt. Den Klamm machen wir noch her. Genau, Biber, du mich auch. Kurz angreifen. Für die Quest, das müssen wir noch zwei machen heute. Dann haben wir die Quest fertig. Für die kleinen Spiele easy. Der ist nicht ganz so gut vom Loot, Alter. Direkt wieder voll bekommen. Meine Clanburg, Leute. So ein aktiver Clan, Leute. Richtig kranke Scheiße. So muss es sein. So gefällt es mir. Und so macht es mich feuchtfröhlich. Weiterzumachen. Let's go. Komm. Jetzt gib mir was Krasses hier. Hier schon wieder. Alter. Der Loot ist gerade on point. Normalerweise kenne ich nur ab 20 Uhr ist der Loot spritzig geil. Aber jetzt so auch. Schmeckt. Muss natürlich bedenken, jetzt wird der Loot vielleicht wieder ein bisschen schlechter werden, weil die ganzen Leute nicht mehr so oft draußen sind. Klar, Wetter ist beschissen. Zum Beispiel bei uns jetzt. 20 Grad geht noch. Ne? So eine schöne Abkühlung finde ich ganz geil. Weil schon längere Zeit es so warm war. Und sogar nur 19, ja gut. 19, 17 Grad hier am Start. Passt. Wenn heute 20. Viel Regen dabei. Nächsten Tage auch nur 19 bis 21 Höchsttemperatur in den nächsten Wochen. Sommer scheinbar vorbei. Aber ist okay. Ich habe geschwitzt Todes. Es war einfach eine Hitzewelle on point. Und es war einfach zu krass. Ne? Es war so warm. Deswegen gab es auch wirklich nicht viele Videos. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil bei gefühlten 40 Grad und so. Hatte ich nicht so viel Bock. Das war einfach unerträglich. Ich hatte meinen kleinen Mini-Ventilator, war mir schon überlegt, einen Klimaanlage zu kaufen. Dachte ich mir, YOLO, für ein paar Wochen lohnt sich das nicht in Deutschland. Weil auch Umweltbelastung und den ganzen Scheiß, ne? Aber naja. Mal gucken. So. Kurz aufräumen hier, ein bisschen Loot gönnen, 50% wieder machen. Da ist der Single-Target-Inferno. Ah, scheiße. Muss ich gleich zünden, Madame. Single-Target-Inferno, kein Freeze dabei. Ist eklig. Ist ziemlich eklig. So, kurz einmal noch einen Zauber drauf zu bellen. Sehr gut. So gut es ging, ganz Loot mitnehmen, müssen wir mindestens 50% erreichen für die Quest. Und dann läuft das auf jeden Fall. Also Leute, in den nächsten Tagen wird es krass. Es wird turnieremäßig was geben, was zu gewinnen. Und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall am Start. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich auf jeden Fall. Und falls ihr Bock habt auf Streams, fast täglich ab 20 Uhr auf twitch.tv/zuschauer99. Ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen, wenn ihr dabei bleibt. Oder dabei seid. Ist einfach nur krass. Also morgen, Montag quasi, geht der nächste Stream los. Aber nur geil. Ich bin zurzeit so krass am Stream. Es macht mir so viel Spaß. Es ist unfassbar. Deswegen schaltet ein, wenn ihr Bock habt. Lohnt sich. Glaubt mir, es lohnt sich. Schön hier ein Sieg. 500k von beiden. Schmeckt, läuft, easy. Ich werde dann weiterhin auf jeden Fall hier die kleinen Spiele machen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Denn ein Däumchen wäre Träumchen. Dankeschön. Jedes Kommentar lese ich. Jedes Kommentar beantworte ich entweder unter den Kommentaren oder im nächsten Video. Recht herzlichen Dank. Seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und genießt den Sonntag. Und bleibt gesund. Corona. Wisst Bescheid, ne? Geht wieder auf. Die alte Scheiße. Deswegen bleibt gesund. Danke. Hände waschen. Tschüss.